Nein. Doch? Nicht wirklich. Ganz wirklich. Petite Fleur. Brummbär. Komm. Jahre. 27. Machen wir uns nicht jünger. Ich glaub's nicht. Nicht, wenn ich dich sehe. Sagen wir einfach, es ist lange her. Was darf ich dir anbieten? Du, ich trinke ein Glas Rotwein mit. Bitte, nimm doch Platz. Danke. Erzähl, was ist aus dir geworden? Eine Ehefrau, Frau Weißenborn. Sagt dir der Name etwas? Nein. Mein Mann hantiert mit Geld. Mit viel Geld. Mehr weiß ich auch nicht. Anlagen, Investitionen, Beteiligungen, sowas. Wo hast du gelebt? Doch nicht hier in Frankfurt. Wir waren in München. Erst vor einem halben Jahr sind wir nach Wiesbaden gezogen. Aber erzähl von dir. Du hast Renate noch gekannt, oder? Natürlich. Sie tauchte auf, als ich mich gerade aus der Clique zurückzog. Aber so viel habe ich noch mitbekommen, dass ihr euch sehr zugetan wart. Was für ein Ausdruck. Sie war meine Nachfolgerin. Ich habe sie geheiratet. Seit 6 Jahren sind wir geschieden. Sie lebt in Hamburg. Und jetzt? Ich weiß, jetzt bist du ein berühmter Anwalt und hast keine Zeit mehr für die Liebe. So würde ich das nicht sagen. Also gut, du bist ein berühmter Anwalt. Punkt. Berühmt? Sagen wir, viel beschäftigt. Sag das nicht so larmoyant. Du hast doch immer gern gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet. Das ist richtig. Weil ich ehrgeizig war. Und weil ich, im Gegensatz zu meiner Studentenliebe zum Beispiel, aus einfachen Verhältnissen kam und hoch hinaus wollte. Und irgendwann habe ich mir eingeredet, dass ich gern viel arbeite. Einfach, um durchzuhalten. Und im Laufe der Jahre ist deine Gewohnheit daraus geworden. Aber reden wir nicht vom Beruf. Wie geht es dir? Wir müssen vom Beruf reden. Du brauchst mich als Anwalt? Ja, auch. Hast du was angestellt? Ich möchte was anstellen. Erzähl. Erinnerst du dich an L'Arcadie? Der Besitz deiner Familie in Frankreich und wo wir... Wie könnte ich mich nicht erinnern? Er gehört jetzt mir und ich möchte ihn verkaufen. Warum? Ich möchte eine gewisse Unabhängigkeit von meinem Mann erreichen. Finanziell und auch sonst. Gut, aber deshalb L'Arcadie verkaufen? L'Arcadie war für mich immer ein Symbol der Freiheit. Damals war es der Ort unserer Freiheit. Heute ist es die, wie hieß das damals im Kant-Seminar? Ja, die Bedingung der Möglichkeit meiner Freiheit. Gut, du möchtest verkaufen. Und was kann ich dabei tun? Du sollst es für mich verkaufen. Ich möchte dabei nicht in Erscheinung treten. Ich möchte meinen Mann nicht vorwarnen. Habt ihr Gütertrennung? Ja. Ich habe die nötigen Vollmachten vorbereitet. Sieh dir das an, wenn was Falsches drin ist. Da sind Blanko-Unterschriften. Was ich brauche, sind 6 Millionen Mark. Schnell, diskret, Cash. Birgit, ich bin kein Grundstücksmakler. Ich weiß, aber ich muss, wie gesagt, im Hintergrund bleiben. Und ich brauche jemanden, dem ich voll vertrauen kann. Da weiß ich nur dich. Bitte hilf mir. Du kennst L'Arcadie. Es muss 6 Millionen wert sein. Wahrscheinlich mehr. Aber ohne Zeitung, ohne Annoncen. Du hast doch eine entsprechende Klientel, oder? 6 Millionen. Wozu brauchst du so viel Geld, Cash?
Ich habe eine renditeträchtige Anlage in Aussicht. Mhm. Tust du es für mich? Oder sind 27 Jahre doch eine zu lange Zeit? Larkadi. Gut, ich versuche es. Mein Brummbär. Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Fantastisch, diese Räume. Der Blick ist schön. Oh, und der Kamin und die Möbel. Es ist wirklich toll. Fantastisch. Hm. Kauf es, wenn du kannst. Kauf es. 6 Millionen. Ich kann Ihnen auch nur zuraten, Herr Brockhoff. Ich habe schon viele Objekte vermittelt. Aber sowas, sowas finden Sie alle Jahre nur einmal. Sie wollen das Geld sofort, das ist unabdingbar? Ja. Und was heißt sofort? Bei Vertragsunterschrift. Gut, das akzeptiere ich. Aber wie viel Zeit bleibt bis zum Vertragsabschluss? Bis wann muss, will Ihr Mandant verkaufen? Bald möglichst. Ich brauche einen konkreten Termin bis zum 10. oder 15. oder 20. Das ist ein Wort. Der Erste, der den Preis akzeptiert. Das ist nicht fair. Nicht bei einem Projekt dieser Größe. Nennen Sie mir ein Datum und geben Sie mir bis zu diesem Tag eine Option. Schließlich muss ich das Geld auch erst flüssig machen. Oder glauben Sie, ich habe 6 Millionen auf dem Girokonto? Ich sehe Ihre Argumente ein. Wissen Sie, wenn der Besitz in Deutschland wäre, gäbe es überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich könnte ihn beleihen lassen. Aber deutsche Banken beleihen nun einmal keine ausländischen Immobilien. Und bis ich Kontakte mit französischen Banken aufgenommen habe. Also bis wann? Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich möchte mit meinem Mandanten telefonieren. Bitte. 6 Millionen. Das ist manch einem schon alles. Ich weiß, der Immobilienmarkt ist im Moment schlecht. Aber wenn Sie ein bisschen Zeit haben, 1-2 Jahre, dann wird der Besitz bestimmt seine 8-9 Millionen wert sein. Man darf nur nicht so unter Druck stehen, wie das beim Verkäufer offenbar der Fall ist. Du möchtest das Haus haben? Mhm. Ja. Nun? Am 20. Habe ich eine Option? Ja. Unter einer Bedingung. Ja. Wenn wir am 20. unterschreiben, zahlen Sie bar. Was heißt das? Wollen Sie vielleicht 6 Millionen in Schein? Ja. Na gut. Die holen Sie dann aber selbst. Und zwar in der Schweiz. An dem Transferproblem wird die Sache nicht scheitern. Du bist ganz, ganz großartig. Weißt du das? Im Prinzip ja. Aber sag's noch mal. Birgit. Als wir das vor 30 Jahren, vor 27 Jahren gemacht haben, war nichts dabei. Da hat sich die öffentliche Moral seitdem so sehr geändert. Oh. Darf ich noch was sagen, Doktor? Ja, 2 Armagnac. Oder hat sich das geändert? Nein. Nur, dass wir es uns damals nicht leisten konnten. Also, nehmen wir an. Nehmen wir als sehr wahrscheinlich an, dass er kauft. Was dann? Was geschieht mit dem Geld? Hilfst du mir weiter? Wobei? Lass uns erst trinken. Ich möchte mit dem Geld Anteile an einer Fabrik kaufen. Sie heißt Garfall. Schon mal gehört? Nein. Gross und Altmann, Farben und Lacke GmbH. Ein Betrieb im Rheingau. Der eine der Gesellschafter, Gross, will verkaufen und ich möchte, dass du mit ihm verhandelst, ohne dass mein Name fällt. Wie gehabt. Und warum willst du in dieses Geschäft? Musst du das wissen? Du sprachst von einer Anlage mit guter Rendite. Genau. Zunächst ist die Beteiligung an einer GmbH keine Anlage. Nicht im geschäftlichen Sprachgebrauch. Sei nicht so streng mit mir. Flirte nicht mit mir. Es geht um verdammt viel Geld. Und da darf man nicht flirten. Mein Brummbär. Hast du nicht damals auch deshalb mit mir geflirtet, weil da sehr viel Geld war? Nein.
Also gut, aber L'Arcadie, der Chauffeur, der mich zur Uni brachte, all der Schnickschnack, das hat mich schon imponiert. Wenn ich dich zum Essen ausgeführt habe, war ein Viertel meines Monatsbudgets weg. Und ich habe immer so einen Appetit gehabt damals. Besonders danach. Was ist mit dieser GmbH? Du kaufst mich da rein, bitte. Du bist doch keine Geschäftsfrau. Und jetzt bist du aber dumm. Als Gesellschafter in einer GmbH brauche ich doch nicht Geschäftsführer zu sein. Ich bin nur bei der Gewinnausschüttung dabei. Und wieso erwartest du Gewinner, die eine so hohe Investition rechtfertigen? Und wer soll die Geschäfte führen? Und warum verkauft dieser Cross, wenn die Firma so gut geht? Hast du Bilanzen gesehen, Bankauskünfte? Brummbärchen, habe ich dir nicht erzählt, dass mein Mann ein recht erfolgreicher Geschäftsmann ist? Ich dachte, du willst diese Transaktion ohne das Wissen deines Mannes durchführen. Richtig. Aber das hindert mich doch nicht daran, seine Informationen zu benutzen. Oder? Komm, bestell uns noch zwei Armagnac. Herr Ober? Ich möchte wissen, was das für ein Laden ist, verstehst du? Nee. Aber ich würde gern die Dame kennenlernen, die dich so verjüngt hat. Du wirkst auf mich wie 15. Naja, sagen wir wie 17. Und du wirkst auf mich wie ein Idiot. Hast du denn ein Foto oder sonst ein Liebesband? Jetzt reicht's aber. Sie ist sehr großzügig in Geldsachen. Merkwürdig. Die reichen Leute, die ich kenne, sind alle so geizig, dass ich manchmal denke, die sind nur so reich, weil sie so geizig sind. Eine Farbenfabrik. Du wirst versuchen, was über die Garfall rauszukriegen. Irgendwelche Interna. Guten Tag. Die Bankauskünfte etc. hole ich mir. Wie viel? Wie viel was? Wie viel zahlst du? 200 am Tag plus Spesen. Davon kann ich nicht leben. 200 ist eine Menge Geld. In den 5 Wochen, die wir zusammengearbeitet haben, habe ich 6-mal gejobbt. Macht zusammen 1200. Das reicht einfach nicht. Also 300. 400. 350. Okay. 250 Mark sind schließlich Geld, ne? Gaffer? Ja. Bitte verbinden Sie mich doch mit der Geschäftsleitung. Ja, das Büro von Herrn Gross. Bitte geben Sie mir doch gleich die Durchwahl. Ja, danke. Schalt doch mal das Dingsbums da rein. Schultes? Guten Tag. Ich rufe an wegen meinem Anzug. Wie bitte? Wegen meinem Anzug. Letzten Dienstag, erinnern Sie sich nicht? Sie müssen falsch verbunden sein. Hier ist die Gaffall. 5339461. Ja, das ist meine Nummer. Ja, die haben Sie mir doch gegeben, als Sie durch die Pfütze gefahren sind und meinen Anzug vollgespritzt haben. Dienstag, Kronecke Seestraße. Sie haben mir die Nummer gegeben und haben gesagt, ich soll anrufen, wenn der Anzug gereinigt ist. Das ist er jetzt. 18,60 Mark. Hören Sie zu, Sie müssen sich die Telefonnummer falsch notiert haben. Oder die Autofahrerin hat Sie angeschmiert. Ich bin jedenfalls nicht die Person, die Sie suchen. Sie wollen also nicht zugeben, dass Sie einen grauen Opel haben? Nein, ich habe einen weißen Talbot. Mit der Nummer FAK 934, hm? Mit der Nummer OFKP802. Das ist aber ein Ding. Ehrlich. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt an meine 18,60 Mark? Wenn Sie die Autonummer haben, können Sie doch durch die Polizei oder über die Kfz-Meldestelle den Halter ermitteln. Klar, richtig. Gute Idee. Also dann, schönen Dank auch, ne? Wiederhören. Tschüss. Und wozu war das gut? Du wolltest doch was über die Gaffer wissen. Und was wissen wir jetzt? Na, wir kennen den Wagen der Sekretärin, das ist schon die halbe Miete.
Sonntag wird es. Was ist denn los, Fräulein? Was hat er denn? Er springt nicht an. Machen Sie mal die Kühlerhaube auf. Ich verstehe das nicht. Heute Morgen ist er angesprungen wie nichts bei der ersten Zündung. Kalt ist es auch nicht. Versuchen Sie es jetzt mal. Na bitte. Dankeschön. Sagen Sie, kann ich Sie irgendwohin mitnehmen? Wenn Sie in die Stadt fahren, gern. Ja, sicher. Das war nämlich eine gute Stellung, die ich hatte. Kraftfahrzeugmechaniker. 16,40 Mark die Stunde. Und eine Menge Überstunden. Jedenfalls am Anfang. Aber dann Überstunden AD, dafür Kurzarbeit, die ersten Entlassungen. Und dann ging alles ganz schnell. Von einem Tag auf den anderen aus. Futsch. Ich weiß, wie das geht. Ist Ihnen sowas auch schon passiert? Noch nicht. Sagen Sie, in Ihrer Firma wäre da nichts drin für einen guten Kraftfahrzeugmechaniker? Ich bin gut, ehrlich. Sie würden sich nicht blamieren, wenn Sie mich empfehlen. Dass Sie gut sind, glaube ich nur. Nur was? Es würde Ihnen dasselbe passieren, was Sie schon kennen. Sie meinen die Firma... Außerdem, wir stellen schon lange niemanden mehr ein. Sie meinen, die Firma geht? Ich weiß nicht, ob sie den nächsten Ersten noch sieht. Ja, wie kann denn sowas passieren? So eine schöne, große Firma. Da kommt vieles zusammen. Falsches Management, schlechter Absatz, die allgemeine Marktlage. Jedenfalls geht der Laden den Bach runter, da ist nichts mehr zu machen. Ja, und Sie? Da stehen Sie ja auch auf der Straße. Ich habe als Chefsekretärin den Vorteil, dass ich die Dinge ein bisschen früher weiß als die anderen. Ich habe schon was Neues. Tja, sehen Sie. An solche Informationen kommt unser einer ja nicht ran, oder? Zum Wohl. Zum Wohl. Hallo. Guten Tag. Alf Weißenborn? Dr. Renz? Ja, komm doch rein. Herr Doktor? Herr Weißenborn? Was machst du denn für ein Gesicht? Ich habe mich sehr gefreut, Ihre Frau nach so vielen Jahren wiederzusehen. Wir waren ja, wie Sie sicher wissen... Du irrst, mein lieber Alf, ist nicht mein Mann, er ist mein Schwager. Und er ist in meine Pläne eingeweiht. Diese Pläne sind doch... Bitte, nimm doch Platz. Diese Pläne sind, gelinde gesagt, Hirngespinste. Nur weiter. Die GAFAL ist kurz vor der Pleite. Mhm. Es hat Entlassungen gegeben, eine Produktionshalle wurde stillgelegt, man redet von Kurzarbeit. Das weißt du? Ja, die Bilanzen der letzten beiden Jahre waren negativ. Die Hausbank will keine weiteren Kredite mehr geben. Gut, du bist also informiert. Das heißt ja wohl, dass wir die Sache vergessen. Aber nein. Ja, dann erklär mir bitte, was dich an der GAFAL interessiert. Schau, mein Lieber, du hast dich informiert und ich habe mich informiert. Kannst du dir nicht vorstellen, dass ich außerdem, was die Spatzen von den Dächern pfeifen, noch ein bisschen mehr weiß? Zum Beispiel? In einem Betrieb dieser Größenordnung kann sich die Situation sehr schnell ändern, wenn ein interessanter Partner einsteigt. Und dieser interessante Partner bist du? Stellen Sie sich vor, Herr Doktor, eine Firma hat ein neues Produkt entwickelt. Ein Produkt mit einem riesigen Markt, also praktisch weltweit. Aber sie hat keine Produktionskapazität frei. Sie würde also mindestens 2 Jahre brauchen, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen. 2 Jahre, in denen man schon Millionen umsetzen könnte. Ich verstehe. Man kauft sich bei einer bestehenden Firma ein. Das technische und wissenschaftliche Personal der GAFAL hat ja einen guten Ruf. Exakt. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Und was ist das für ein neues Produkt? Und wer hat es entwickelt? Darüber können wir im Moment nicht sprechen, es tut mir leid. Ich bin Birgits Anwalt. Und Ihr Freund. Ach, sei nicht beleidigt, Dieter. Ich habe jemandem mein Wort gegeben. Du möchtest sicher nicht, dass ich es breche. Und du bist sicher, dass du nicht spekulierst, nicht Gerüchten aufsetzt? Ganz sicher. Ich habe... Pardon. Es gibt natürlich Unterlagen, Verträge. Die würde ich natürlich gerne sehen. Du wirst sie sehen, nur heute nicht. Mir sind die Hände gebunden. Na gut. Herr Boss, Herr Dr. Renz.
Ah, guten Tag, Herr Dr. Heinz. Guten Tag. Bitte schön. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee, Sprudel, Saft? Nein, danke. Bitte schön. Danke, Freund Schultes. Ja, Sie sagten am Telefon, die Sache sei heikel. Ach was, eigentlich nicht. Es geht um Ihre Anteile an der GAFAL. Mhm. Sie sind mit 50% Gesellschafter, ist das richtig? Ja, ja, das ist richtig. Mein Mandant hat gehört, dass Sie Ihre Anteile verkaufen wollen. Ach, wer ist dieser Mandant? Er möchte zumindest in diesem Stadium der Verhandlungen nicht genannt sein. Bisschen ungewöhnlich, nicht? Ein bisschen. Also, die Information, dass ich verkaufen will, ist nicht falsch. Nein, nein, gar nicht falsch. Ich habe nämlich auch schon einen Käufer. Sie haben abgeschlossen? Ja, das nun auch wieder nicht. Aber wir stehen kurz davor. Nun ja, man sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Würde Sie das Angebot meines Mandanten noch interessieren? Wenn er mehr bietet? Ich habe nichts zu verschenken. Und wie hoch ist das andere Angebot? Ja, ich glaube, Herr Dr. Renz, wenn man pokert, sollte man an einem Tisch sitzen. Ich treffe den anderen Interessenten am Sonntagmorgen. Na, kommen Sie doch einfach dazu. Sagen Sie doch, Herrn Dr. Renz, was Sie geboten haben. 6 Millionen. Aha. Das ist wohl angemessen. Na, haben Sie das gehört, mein Lieber? Und die Tatsache, dass zwei bereit sind, denselben Fehler zu machen, hebt ihn noch lange nicht auf. Das beweist doch schon die Ehe. Sehr gut, ja. Ja, Herr Dr. Renz, kommen wir doch zur Sache. Erstens war Herr... naja, aber wir wollten ja keine Namen nennen. Also, erstens war Ihre Konkurrenz früher dran und zweitens sind wir alte Geschäftspartner. Wenn Sie also nicht mehr bieten als die 6, dann wären wir beide uns leider einig. Ich müsste mit meinem Mandanten Rücksprache nehmen. Ja, tun Sie das. Tun Sie das bald. Würden Sie mir vorher 2 Fragen erlauben? Natürlich, bitte. Hat Ihr Partner Altmann nicht das Vorkaufsrecht auf Ihre Gesellschafteranteile? Das hat er. Aber er übt es nicht aus? Nein. Und warum nicht? Sie hatten von 2 Fragen gesprochen. Das ist bereits die 3. Dann will ich nicht länger bei Ihrem Spiel stören. Ja, aber da wäre noch was, Herr Dr. Renz. Ihr Konkurrent würde das Geld bar zahlen. Mein Mandant auch. Ui, Dollarschlag. Ja, ich meine Cash in Scheinen. Ich auch? Ja? Dann fragen Sie Ihren Mandanten doch mal, ob es nicht ein bisschen mehr sein könnte. Und Sie überlegen sich das vielleicht auch, mein Lieber. Das habe ich befürchtet. Er will um jeden Preis da rein. Du kennst den anderen? Er hat mehr Geld als ich. Beantworte meine Frage. Kennst du den Konkurrenten? Aber ja, doch. Ich glaube nicht, dass er höher gehen kann. Er ist auch an seiner Grenze. Aber woher nehmen wir... Woher nehme ich mehr? Die kanadischen Aktien. 6 Millionen ist doch wirklich eine Menge Geld. Kannst du nicht... Gib es auf, Birgit. Also gut, verkauf die Aktien. Was bringen die? 400.000 vielleicht. Für 6 Millionen kriegt er den Zuschlag, sagt Dr. Renz. Ja, das ist so. Und das nichts zu machen? Nein. Also gut, gebe es 6,4. Das ist aber auch das Ende der Kletterstange. Gehen Sie bis 6,5. Ja, tu das. Birgit, noch einmal, ich warne dich. Du bist dieser Art von Geschäft nicht gewachsen. Entschuldigung. Dieser, wie heißt der Käufer von Lacadie? Brockhoff. Er kauft? Ja. Wann hast du zuletzt mit ihm gesprochen? Bevor ihr gekommen seid, vor 10 Minuten.
Arkadi. Birgit, tu es nicht. Was soll ich mit dem Besitz? Ich war in den letzten 10 Jahren 3-mal da. Es ist ein Stück von dir. Meine Freiheit auch. So, das wär's. Oder wollen Sie es nachts sein? In jedem Koffer 3 Millionen. Nein, danke, das genügt. Die Empfangsbestätigung, wenn Sie hier unterschreiben. Haben Sie einen Wagen? Oder kann unser Fahrer Sie irgendwo hinbringen? Oh ja, zum Bahnhof. Das wäre nett. Merci vielmals. Aber das Geld verleiht uns ungeahnte Kräfte. Auf Wiedersehen. 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 Wenn ich 10% für den Transport verlangen würde, findest du das übertrieben? Eigentlich nicht. Okay, abgemacht. Ja. Verdammt schönes Gefühl, was? Man könnte uns für ganz normale Reisende halten. Sind wir das nicht? Normale Reisende mit etwas schwerem Gepäck. Papier wiegt eben mehr, als man denkt. Gleis 12 steht bereit, der Schnellzug von Zürich nach Frankfurt. Bitte einsteigen und die Türen schließen. Ich will die beiden Typen hinter uns haben. Ich jetzt gleich beim Einsteigen. Du wohnst nebenan. Wieso haben wir getrennte Abteile? Deutscher Zoll. Ihre Pässe zurück. Führen Sie zollpflichtige Waren bei sich? Zigaretten, Alkohol, Geschenke? Nein. Nein. Nichts dergleichen. Ach, würden Sie diesen Koffer bitte öffnen?
Das sind ja alles Tausende. Wie viel ist denn das? 3 Millionen. In dem anderen Koffer sind noch 3. Warum haben Sie das nicht angegeben? Entschuldigen Sie bitte, aber das ist weder Alkohol noch Zigaretten. Ein Geschenk ist es leider auch nicht. Wo haben Sie das Geld her? Von der Bank. Woher sonst? Ach, bitte bemühen Sie sich nicht. Hier ist die Bestätigung. Was wollen Sie mit dem Geld? Geben Sie mir noch mal Ihre Pässe. Bitte, geben Sie mir noch mal Ihre Pässe. $600.000, $800.000, 1 Million, 4 Millionen. 200.000. Die Quittung für das Geld. 400.000. Der Kaufvertrag. 600.000. Und die Registergerichtseintragung. 1 Million. Sehen Sie sich alles genau an. Wir sehen uns dann um 18 Uhr bei mir im Büro. 600.000. Auf dich? Auf die GAFA. Nein, auf Sie. Wollen wir es ihm vor oder nach dem Essen zeigen? Nicht auf nüchternen Magen. Doch, als Aperitif. Voilà. Wo habt ihr das her? Ich habe gewusst, dass das deine erste Frage ist. Habe ich es gewusst oder nicht? Ja, du hast es gewusst. Der zwar gerissene, aber doch rechtschaffene Anwalt. Ich bin gerührt. Das Schreiben ist doch auch mal geheim. Mhm. Und wir haben eine Fotokopie. Schrecklich, nicht? Wer hat diese neue Tarnfarbe entwickelt? Ein Team der Gaffer. Und warum weiß die Geschäftsleitung der Gaffer nichts von diesem Auftrag? Der Herr Verteidigungsminister muss ihn noch abzeichnen. Aber das ist eine reine Formsache. Wie kommst du an dieses Papier? Möchtest du das wirklich wissen? Nein. Dann gib mir mal das süße kleine Millionenpapierchen wieder zurück. Weißt du übrigens, was auf den allergeheimsten Papieren der Bundeswehr steht? Nein. Vor dem Lesen zerstören. Was ist? Wollen wir bestellen? Herr Ober. Dein Tag heute was. Aber dafür meine Nacht. Ich weiß nicht mehr, wie viele Flaschen Wein. Und ein Cognac, ein Whisky. Und dann zittrige Hände. Und Schweißausbrüche. Na, wenn's nur der Alkohol wäre, wäre es halb so schlimm. Na komm, spuck's aus. Diese ganze Sache mit Birgit. Mit Frau Weißendorn ist nicht sauber. Das habe ich dir gleich gesagt. Ich stecke bis zum Hals drin. Es ist nicht nur Birgit, die mir Sorgen macht. Es ist dieser Weißenborn, der offenbar ihr Partner oder sonst was ist. Zunächst mal ist er ihr Schwager. Komm, komm, wir machen ein Spielchen. Ich bin da in was reingetappt, was man je nach Geschmack als Betrug, als Wirtschaftsverbrechen, als Spionage bezeichnen kann. Und dabei habe ich nichts getan, was gegen Gesetz oder Standesehre verstoßen würde. Gleichzeitig habe ich den Auftrag erledigt. Ich und du auch. Nur mal langsam. Ich habe einen Koffer getragen, da war Geld drin. Das ist noch lange kein Verbrechen. Und ich war mit einer Sekretärin Wein trinken und die ist redselig geworden. Und damit hat sich's. Eine Art von Geschäftsgeheimnis. Betriebsspionage. Quatsch, ich war nicht mal mit ihr im Bett. Dein Pech. Spione gehen immer mit ihren Opfern ins Bett, das weiß man. Wie ein Ochse. Hä? Wie ein Ochse habe ich mich von Karren spannen lassen. Ohne zu wissen, was drauf ist und wo es hingeht. Schlimmer. Ohne zu wissen, wer die Zügel hält. Ich dachte, Birgit. Du musst was über diesen Alf Weißenborn rauskriegen. Nicht was? Alles. Ich will wissen, wie er zu Birgit steht. 350 am Tag. Mhm. Plus Spesen. Okay. Komisch, immer wenn von Geld die Rede ist, werde ich nervös. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Hm? Auf sein Gesicht. Auf sein Gesicht, wenn er erfährt, wem die Tour vermasselt hat.
Manchmal habe ich Angst. Vor wem? Vor ihm? Manchmal wünschte ich mir, wir hätten das Geld für Lacadie genommen und wären damit weggegangen. Irgendwohin, weit weg. Er hätte uns nie in Ruhe gelassen. Nein. Wir müssen ihm zeigen, dass er mit Unsicht machen kann, was er will. Der Bruder, den man sich als Schlattenschammes hält. Und die Frau als Galionsfigur. Du kennst doch sein Lieblingsbuch. Menschen sind wie Hunde. Sie brauchen einen Herrn, sonst sind sie todunglücklich. Okay. Okay. Er wird sich wundern, wenn er erfährt, wer ihm den ganz großen Knochen vor der Nase wegschnappt. Herr Dr. Renz, Herr Weißendorn für Sie. Am Telefon? Nein, hier bei mir. Sie? Guten Tag, Herr Dr. Renz. Guten Tag, Herr Weißenborn. Entschuldigen Sie die Geheimniskrämerei. Es war nicht meine Idee. Ich habe keinen Grund, meinen Namen vor irgendjemandem zu verbergen. Es war sozusagen ein Revanchefaul von Gross, der meinte, wenn Sie Ihren Mandanten nicht preisgeben, dann müsste auch er mit verdeckten Karten spielen. Kindisch, nicht wahr? Und was führt Sie zu mir? Kommen Sie doch rein. Ja. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nicht, danke. Sie haben mir gleich... gerade weil wir verschiedene Interessen haben, sehr imponiert. Und da Sie nicht nur als Anwalt in Wirtschaftsfragen ja bisher eigentlich gar nicht als solcher hervorgetreten sind, oder? Ja, das stimmt. Wollte ich Sie bitten, mich in einem Privatverfahren zu vertreten. Worum geht es? Eine heikle Sache. Weißenborn gegen Weißenborn. Ich will mich... Nein, ich will nicht. Ich werde dazu genötigt, mich scheiden zu lassen. Wer nötigt Sie? Meine Frau. Sie hat manches getan in den letzten 12 Jahren unserer Ehe, das mir nicht gefiel. Aber das ist wohl so in einer Ehe. Ich möchte nicht darüber reden. Jetzt aber... Herr Dr. Renz? Ja? Könnte ich Sie bitte einen Moment sprechen? Aber Sie sehen doch, dass ich eine Besprechung habe. Es ist wichtig. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich muss dich sprechen, sofort. Ich kann jetzt nicht, ich habe eine Besprechung. Ist mir egal, du musst jetzt Zeit für mich haben, bitte. Ja, okay, warte. Unten im Haus ist ein Café. Fräulein Wilke holt dich in, sagen wir, 10, höchstens 15 Minuten rauf. Warum kann ich denn nicht hier warten? Du kannst nicht. Bitte tu, was ich sage. In 10 Minuten erkläre ich dir alles. Bitte. Entschuldigen Sie. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, meine Frau hat ihren Landsitz verkauft für ihren Liebhaber. Lacadie. Ein Besitz, an dem sie hing wie an kaum was in ihrem Leben. Wozu? Natürlich haben Sie keine Ahnung. Aber verstehen Sie mich wenigstens? Ja, aber ich kann Sie nicht vertreten. Ist das Ihr letztes Wort? Ja. Wer war hier? Ein Klient. Jemand, den ich kenne? Ja. Wer war's? Das kann ich dir nicht sagen. Wir haben nicht so viele gemeinsame Bekannte. Ich musste ins Café gehen, damit ich nicht mit ihm zusammentreffe. Goss? Mein Mann. Dieter. Bist du auf meiner Seite oder nicht?
Ich bin in dieser Angelegenheit als dein Anwalt tätig. Deshalb musste ich den anderen Mandanten ablehnen. Genügt das? Wer war's? Was ist passiert? Warum musst du mich so dringend sprechen? Eine Vermögensübersicht. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass beim Amtsgericht von einem Gläubiger der Garfall Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens gestellt worden ist. Also doch. Wir brauchen einen Kredit, nicht wahr? Wir, Birgit, brauchen gar nichts. Du meinst, du hilfst mir nicht weiter? Ich kann nichts für dich tun. Ich hätte nie etwas tun dürfen. Ich hätte Lacardie nicht verkaufen sollen. Das ist das Entscheidende. Ach, warum bist du denn so kleinlich? Du kennst doch den Auftrag der Bundeswehr. Damit sind alle Probleme gelöst. Es geht doch nur darum, noch ein paar Tage durchzuhalten. Was kann ich dazu tun? Du kennst dich aus mit den Gerichten. Geh zu den Leuten, sprich mit ihnen. Rede mit dem Gläubiger, mit dem Richter. Bitte, Dieter. Du hast es versprochen. Was habe ich versprochen? Du weißt es nicht mehr? Doch, ich weiß es. Wann immer du mich brauchst, werde ich da sein. Das ist zwar ein Vierteljahrhundert her, aber ich habe es versprochen. Woher hast du den Bundeswehrbeschluss? Von meinem Schwager. Und woher hat er ihn? Das weiß ich nicht. Er hat etwas angedeutet von einem Freund im Verteidigungsministerium. Kann ich das Papier gegenüber Dritten verwenden? Wenn es sein muss, ja. Du weißt, was das für den Informanten bedeuten kann. Du, ich habe alles. Lacardie und mehr in diesem Geschäft. Ich kann keine Rücksicht nehmen. Gut. Dann gib mir das Papier. Herr Dr. Renz, was soll das? Der Garfall ist doch nicht mehr zu helfen. Sie haben vielleicht nicht alle Informationen. Nein, sicher noch nicht. Ich habe noch nicht alle Forderungen an die Firma. Es wird ein Rattenschwanz nachkommen. Eine solche Firma, letzten Endes ein chemischer Betrieb, ist doch sehr forschungsabhängig. Können Sie sich vorstellen? Herr Dr. Renz, wen vertreten Sie eigentlich? Sie wissen, dass Herr Gross seine Gesellschaftsanteile verkauft hat. Und Sie wissen, dass Herr Gross mit unbekanntem Ziel verreist ist? Nein. Er hat noch einen Dummen gefunden, der ihm seine Gesellschaftsanteile abgekauft hat. Für sehr viel Geld, wie man hört. Ist was faul? Gibt es einen Haftbefehl? Nein, warum? Herr Gross muss die Verkaufssumme zwar versteuern, aber wir haben keinen Anhaltspunkt dafür, dass es nicht zu tun gedenkt. Reden wir nicht mehr von Gross. Er hat ja seit dem Verkauf nichts mehr mit der Garfall zu tun. Reden wir von der Gesellschaft. Bitte. Danke. Was ist das? Das ist ein Schreiben, von dem ich hoffte und noch hoffe, dass es die Lage der Garfall ändern kann. Dass ich aber unter den gegebenen Umständen dem Gericht nicht vorenthalten möchte. Herrn Dr. Winkler, bitte. Ich hoffe, Sie verstehen, dass die zugegebenermaßen recht düstere Bilanz der Garfall durch die vom Bund in Kürze zu erwartenden Aufträge in einem völlig anderen Licht zu sehen ist. Außerdem... Herr Dr. Winkler, bitte können Sie einen Augenblick zu mir kommen. Ja, es ist wichtig. Danke. Außerdem ist ein Konkurs weder im Interesse der Gläubiger noch in dem der AOK, des Finanzamtes, und am wenigsten im Interesse der Arbeitnehmer. Wie kommen Sie an dieses Schriftstück? Darüber kann ich Ihnen im Moment keine Auskunft geben. Guten Tag, Herr Dr. Winkler. Guten Tag. Ja. Na, gucken Sie sich das mal an. Was halten Sie davon? Sie haben doch im Verteidigungsministerium gearbeitet. Matz? Was ist daran zum Lachen? Eine Fälschung. Nicht schlecht gemacht, aber eine Fälschung. Wie? Was? Dieser Beschaffungsbeschluss. Gut gemacht, doch. Alles soweit korrekt. Dieser Beschluss ist von Ziemt unterschrieben. Und? Herr Ziemt ist seit 1.1. dieses Jahres als Koordinationsoffizier bei der NATO in Brüssel. Er hat nichts mehr mit Beschaffung zu tun. Absolut nichts. Das wissen Sie genau? Ich kenne Herrn Ziemt persönlich. Wollen wir ihn anrufen? Ja, bitte. Darf ich? Ja. Deine Sekretärin hat mir gesagt, dass du hier bist. Was gibt's? Eine Überraschung. Alf Weißenborn hat bei seinem Bruder gekündigt und arbeitet bei der Garfall. Hm. Und seit gestern lebt Birgit Weißenborn bei Alf. Ist sie seine Geliebte? Sie hat mich unterm Bett gelegen. Und wo sind die beiden jetzt? Komm, ich fahr dich hin. Los.
Ist das so schlimm? Ich habe dich noch nie so gesehen. Larika, die... Birgit, ist Frau Weißenborn bei Ihnen? Ja. Kann ich Sie sprechen? Bitte kommen Sie rein. Danke. Du? Was willst du hier? Wo habt ihr das Papier der Bundeswehr her? Das ist doch egal. Haben Sie eingesehen, dass von Konkurs nicht die Rede sein kann? Ich will wissen, wie ihr an dieses Papier gekommen seid. Hat der Amtsrichter das wissen wollen? Ich beantworte keine Frage, ehe nicht meine Frage beantwortet ist. Also... Aus dem Safe meines Bruders. Welchen Informanten er im Verteidigungsministerium hat, weiß ich nicht. Keinen. Was heißt das? Das Schreiben ist eine Fälschung. Sie meinen, man wollte meinen Bruder reinlegen? Nein. Dein Mann hat dich reingelegt. Mit Absicht und Methode. Er hat das in seinem Auftrag gefälschte Papier in den Tresor gelegt, damit er es dort findet. Das Ganze war eine Falle. Was, du meinst, die 6,5 Millionen sind verloren? Er hat dir von dem großen Geschäft mit der Gafal erzählt, damit du es ihm wegschnappst. Lakadi und alles, was ich sonst noch hatte, alles ist weg. Er hat bei der Gafal nur zum Schein mitgeboten, um euch an die Grenzen eurer finanziellen Möglichkeiten zu treiben. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Es ist wahr. Wir können ihn verklagen, oder? Wir können ihn verklagen. Er muss das Geld wieder rausgeben. Wen willst du verklagen? Dein Mann hat kein Geld bekommen und Gross hat dir das gefälschte Papier nicht zugespielt. Außerdem ist er verschwunden. Ich werde dich verklagen. Du hast die ganze Sache durchgeführt. Du als mein Anwalt hättest mich warnen müssen. Ich habe dich gewarnt. Mehr als einmal. Mit ihm unter einer Decke. Du steckst mit Konrad unter einer Decke. Er war neulich bei dir, gib es doch zu. Ja. Er wollte, dass ich die Scheidung gegen dich einreiche. Er hat sich nicht nur über dich, er hat sich auch über mich lustig gemacht. Du wirst mir für alles gerade stehen. Ich habe dir so vertraut, ich habe dir so vertraut. Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld! Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld! Du tust mir leid. Sehr leid. Herrn Konrad Weißenborn, bitte. Renz, Dr. Renz. Ja, es ist sehr wichtig. Wo ist er? Ja, ich weiß, wo das ist. Danke. Nett, dass Sie mich besuchen. Champagner.
betrinke mich gerade mit Champagner. Warum machen Sie nicht mit? Ist genug da. Ich werde Sie anzeigen. Nur zu, nur zu. Weswegen übrigens? Wegen Urkundenfälschung. Ich könnte ja bestreiten, dass ich die Fälschung habe machen lassen. Ich könnte sagen, sie sei mir zugesteckt worden. Aber warum? Können Sie mir sagen, warum? Sie haben sich durch Manipulation mit dieser Urkunde bereichert. Sie und Ihr Komplize Gross. Und Lars. Falsch. Ich habe keinen Pfennig von diesem Geld bekommen. Ich brauche Birgits Geld nicht. Ich habe L'Arcadie gekauft von meinem Geld. Durch einen Strom. So wie Birgit es durch einen Strommann verkauft hat. Und das, obwohl ich strafbar. Rechtsanwalt, oder? Wenn Sie das Geld in eine Pleitefirma steckt, was habe ich damit zu tun? Sie haben sie dort reinmanövriert, Sie ganz allein. Und? Muss sie auf mich hören? Sie ist ein mündiger, erwachsener Mensch. Nein, so kriegen Sie mich nicht. Weshalb haben Sie das Bundeswehrdokument fälschen lassen? Aus Spaß. Was mir Spaß gemacht hat. Weil Sie wollten, dass Ihr Bruder die Fälschung fotokopiert und die falsche Information benutzt. Und wenn? Seit wann hat mein Angestellter das Recht, meine Unterlagen abzulichten? Warum darf ich ihn für diesen Vertrauensbruch nicht bestrafen? Nicht mit den Mitteln einer Urkundenfälschung. Also gut, Franz. Gut. Ich werde vielleicht verurteilt. Können Sie sich vorstellen, wie egal mir das ist? Sie hat nichts mehr. Keinen roten Heller. Das ist es, was zählt. Kommen Sie ganz. Darauf trinken wir. Schämen Sie sich nicht. Ja, ich schäme mich. Einen Bruder, den ich geliebt, eine Frau, die ich angebetet habe. Warum kann ich die beiden nicht glücklich sein lassen? Warum muss ich mich an ihnen für ihren dreckigen Verrat rächen? Ich bin ein schlechter Mensch, Renz. Ich schäme. Warum gibt's ja eigentlich nichts mehr zu trinken? Willst du nicht reinkommen? Ich möchte mich nur bei dir entschuldigen. Aber das ist doch längst vergessen. Du warst ein wirklicher Freund und hast mir nur helfen wollen. Danke. Was wird jetzt aus dir? Ich habe eine Arbeit angenommen. Kann ich irgendetwas? Nein. Wo kann ich dich? Woanders.
Leb wohl. Humbert. Birgit. Ja,